Vielen, vielen herzlichen Dank für diese freundlichen Worte zur Einleitung. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung, nach Innsbruck kommen zu dürfen. Das ist eine sehr große Ehre und bei 4 Stunden Eisenbahnfahrt ist es auch nicht so lange, wie es noch früher mal war. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind jetzt einem gewissen Vorteil mir gegenüber, denn Sie haben schon 3 Vorträge gehört, wo es um Friedensverträge ging und es soll das Ganze ein Vergleich dieser Vorträge insgesamt ein Vergleich der Verträge werden. Ich kann jetzt eben nur ein Stückwerk liefern, den Vertrag von Saint-Germain als einen von vielen Verträgen, die nach dem Ersten Weltkrieg geschlossen wurden, mit sehr weitreichenden Bedeutungen. Ich will versuchen, vielleicht sich auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt schon wiederhole von dem, was Sie schon in anderen Vorträgen gehört haben, einen Überblick zu bieten, in welchem Rahmen dieser Vertrag einmal abgeschlossen wurde, wie man den im Gesamtkontext sehen sollte. Grob kann man mal die ganzen Verträge, die nach 1918 geschlossen wurden, in 2 Gruppen unterteilen. Die eine, weniger bekannte Seite, aber die Sie schon teilweise schon gesehen haben, auf der rechten Seite hier die Friedensverträge mit den unterlegenen Entente-Mächten, eben Ukraine, Russland, Rumänien, die beiden Verträge von Brest-Litovsk und der Vertrag von Bukarest, dazu haben Sie ja schon was gehört. Die werden uns im Laufe des folgenden Vortrags wenig bis gar nicht beschäftigen, denn sie sind etwas ganz Eigenes, bis auf den Umstand, dass Bezug genommen wird, dass die aufgehoben werden sollen. Darauf werde ich zu sprechen kommen. Uns interessieren hier auf der linken Spalte die Friedensverträge mit den unterlegenen Mittelmächten, welche da sind der Vertrag von Versailles, der mit Deutschland geschlossen wurde, der Vertrag von Saint-Germain mit Österreich, der Vertrag von Neuilly mit Bulgarien, der Vertrag von Trianon mit Ungarn und der Vertrag von Sèvres mit der Türkei. Hier haben Sie ja schon auch einiges dazu gehört. Und auch da werde ich Ihnen keine Überraschung liefern, das sind alles zusammen die Pariser Vororteverträge, so benannt, weil sie eben alle in verschiedenen Vororten von Paris abgeschlossen wurden. Warum Saint-Germain? Dafür gibt es eigentlich keine wirkliche Erklärung. Der Österreich-Bezug ist gering. Ando Trisch hat in Saint-Germain gelebt, allerdings nicht in dem Schloss, in dem der Vertrag abgeschlossen wurde, sondern im Nachbarschloss, das es nicht mehr gibt. Es ist wohl eher wegen Versailles. Bei Versailles ist der Bezug ganz klar. Versailles wurde deshalb als Ort für den Vertrag mit Deutschland gewählt, weil dort am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles der deutsche Kaiser proklamiert wurde und am 18. Jänner 1919, also am Jahrestag, wird in Versailles die Vorkonferenz eröffnet. Es ist wohl anzunehmen, dass man einfach dann andere passende Schlösser in der Umgebung gesucht hat, die einen ähnlich repräsentativen Rahmen bieten, wobei, muss man auch sagen, nicht so repräsentativ wie Versailles. Saint-Germain ist schon damals ein verfallenes Schloss gewesen, das als Museum genutzt wurde und auch heute genutzt wird. Ein archäologisches Museum, der Vertrag wurde im sogenannten Steinzeitsaal abgeschlossen. Ich war einmal dort, habe den Portier gefragt, bitte, wo wurde der Vertrag abgeschlossen? Bitte, welcher Vertrag, worum geht es denn? Es ist dort weitgehend unbekannt. Diese 5 Verträge bilden eine Einheit. Man hat ursprünglich sogar im Auge gehabt, dass man einen einzigen großen Friedensvertrag macht, der alle Fragen gemeinsam regeln soll. Man hat es dann aus verschiedenen Gründen fallen lassen, sodass es dann eben 5 formell selbstständige Verträge geworden sind, aber doch hängen alle eng miteinander zusammen. Versailles war quasi die Blaupause, man hat zuerst den ausgearbeitet und dann hat man ihn länderweise adaptiert, sodass große Teile dieser Verträge wörtlich miteinander übereinstimmen, nur jeweils auf die jeweiligen Landesbedürfnisse angepasst und auch das ist nicht immer gut gelungen, was dann auch zum Vorwurf gemacht wurde. Die Verträge sind in unterschiedlichem Maße jedenfalls voneinander abweichend und übereinstimmend. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Das Ganze ist noch viel komplexer, als es weit mehr als bloß 5 Verträge sind, weil in Wirklichkeit jede dieser Zusammenkünfte verwendet wurde, um gleich mehrere Fragen zu regeln, Fragen, die durchaus nicht nur den Frieden im engeren Sinn zum Thema haben. Man hat einfach die Gelegenheit, dass so viele Politiker, so viele Diplomaten an einem Ort versammelt sind, benutzt, um auch viele andere Fragen einer Regelung zuzuführen. Ein ganz besonderer wichtiger Punkt war die Frage der vielen Minderheiten in Europa, gerade auch in den neu entstehenden Staaten, dass es hier einen gewissen Minderheitenschutz gibt. Man hat am selben Tag, als man mit Deutschland in Versailles den Friedensvertrag unterzeichnet hat, auch mit Polen einen Vertrag
unterzeichnet zugunsten der dort lebenden Minderheiten, nicht nur, aber auch der deutschen Minderheit in Polen. Und dieser polnische Minderheitenvertrag, der kleine Vertrag von Versailles, wie auch genannt wird, war dann Vorlage für weitere Minderheitenverträge. So wurde am 10. September 1919 in Saint-Germain nicht nur der Friedensvertrag mit Österreich unterzeichnet, sondern auch Minderheitenverträge mit der Tschechoslowakei und mit dem SHS-Staat, also mit Jugoslawien. Und Sèvres, das werden Sie vielleicht schon gehört haben, ist dann Ort gewesen einer ganzen Fülle von Verträgen, wo man, es war auch die letzte Zusammenkunft, man hat alle noch ausstehenden Fragen noch einmal regeln wollen, Minderheiten, aber auch verschiedene Grenzziehungen, die bislang noch nicht geregelt werden, auch Thrakien, aber darüber werde ich mich jetzt nicht näher äußern. Und noch zwei Verträge, noch zur Vollständigkeit halber, weil einen werden Sie sicherlich schon gehört haben. Das sind ja keine Pariser Vorurteilverträge, sondern Pariser Verträge, weil sie sind in Paris selber geschlossen worden. Ein Minderheitenvertrag mit Rumänien und noch ein Vertrag mit Dänemark über Schleswig. All dies sei nur erwähnt, um zu zeigen, was für ein unglaublich großer Bereich das ist, in dem sich der Vertrag von Saint-Germain abspielt, wo wirklich einfach alle Politiker Sachen verhandelt haben. Ja, wer sind die Unterzeichner? Auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Es gibt die alliierten assoziierten Hauptmächte und die sonstigen alliierten und assoziierten Mächte. Sehen Sie mal das Wort alliiert und assoziiert. Das Wort stammt von Woodrow Wilson. Wilson ist bekanntlich 1917 auf Seite der Entente in den Krieg eingetreten, hat sich aber geweigert, die USA als alliierte Macht zu bezeichnen. Er wollte mit den ganzen Packeleien nichts zu tun haben, das war so seine, zumindest nach außen erklärte, Devise. Daher hat er die USA nur als assoziierte Macht bezeichnet. Ob andere Staaten auch alliiert oder assoziiert sind, es hat letztlich keinen Bewandtnis, es ist eine reine Terminologie und hat keine juristische Bedeutung. Wesentlich aber, dass es eben fünf Hauptmächte gegeben hat, USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, das waren die Großmächte, die bei allen Entscheidungen mitgeredet haben, während die übrigen Mächte eben quasi Mächte zweiter Klasse waren, die eben nur nachrangig dabei waren. Beim britischen Reich noch besonders zu betonen, dass das britische Reich unterzeichnet nicht nur für Großbritannien im engeren Sinn oder das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland, sondern es sind auch Kanada, Australien, Südafrika, Neuseeland und Indien jeweils selbstständige Vertragspartner, auch beim Vertrag von Saint-Germain, bei der Frage von Versailles. Es sind damit die Pariser Vorurteilverträge die ersten Verträge, wo Staaten aus allen Kontinenten, Asien, Afrika, Australien, natürlich Europa und Amerika, beteiligt sind. Das ist eine Novität. Daher werden wir vielleicht streiten, ob der Weltkrieg ein Weltkrieg war. Die Verträge waren wirklich Weltverträge. Ja, und dann natürlich Probleme mit der USA. Auch das wird Ihnen bekannt sein, dass Woodrow Wilson befand sich in einer ähnlichen Situation wie Barack Obama. Er hat keine Mehrheit im Kongress gehabt. Die USA haben sich geweigert, den Vertrag von Versailles, überhaupt irgendwelche Verträge zu ratifizieren. Bei Sèvres waren sie nicht mal Vertragspartner. Daher mussten bilaterale Verträge abgeschlossen werden. Also ein extra Vertrag zwischen Österreich und den USA, der dann erst 1921 geschlossen wurde. Ein relativ kurzer Vertrag, der auf den Vertrag von Saint-Germain Bezug nimmt und quasi das dann löst. Erst da hat eigentlich formell der Kriegszustand zwischen USA und Österreich geendet. Ein großes Problem, das eigentlich die USA die Rolle, die sie erfüllen hätte sollen, nicht erfüllt hat. Die übrigen Mächte, Sie sehen sie hier aufgelistet, will ich jetzt nicht einzeln darauf eingehen, nur auf die eine Problematik, dass beileibe nicht alle Staaten bei allen Verträgen unterzeichnet haben, sondern die Zahl der Vertragspartner hat sehr differiert. Viele haben nur bei Versailles unterschrieben, das ist bei VV, das Vertrag von Versailles, angedeutet. Und bei Österreich hat man es nicht für notwendig erachtet, zu unterschreiben. Hier war offenbar weniger Interesse da. Nichts ohne Ausnahme. China zum Beispiel hat sich geweigert, den Vertrag von Versailles zu unterzeichnen. Aus dem Grund, weil im Vertrag von Versailles Regelung bei der Inselgruppe war, die Japan zugesprochen wurde. China hat daraufhin unter Protest die Verhandlungen verlassen. Zu Saint-Germain sind sie zurückgekommen und haben den unterzeichnet. Daher ist der Vertrag von Saint-Germain für die Chinesen von größerer Bedeutung.
und eine vielleicht originelle einen originellen Vertragspartner, den ich nicht vorenthalten will, sind die Hedschas. Also das ist jener Bereich in Arabien, wo Mekka und Medina dazugehört, wo der Großscheriff von Mekka ja versuchte, sich zum Kalifen zu machen. Hedschas wurde zwar genannt bei den Vertragsverhandlungen, war aber offenbar nicht beteiligt, hat jedenfalls keine Verträge unterzeichnet, taucht aber immer wieder so als Spukgespenst auf. Auf der anderen Seite Österreich. Das ist schon mal erklärungsbedürftig. Wer ist Österreich? Was ist darunter zu verstehen? Österreich oder Deutsch-Österreich? Und ich wurde schon angedeutet, ich bin Jurist. Sie werden mir verzeihen daher, dass ich manche Sachen anders sehe als die Historiker. Historiker werden in gerade in diesem Jahr immer wieder Glauben machen, dass die Republik Österreich am 12. November gegründet wurde. Das ist falsch. Zumindest für den Juristen. Aus unserer Sicht wurde die Republik am 30. Oktober gegründet. Denn an diesem Tag fasst die Provisorische Nationalversammlung den Entschluss, dass der Staat Deutsch-Österreich gegründet werden soll. Was am 12. November kommt, kommt noch nicht von sekundärer Bedeutung. Wesentlich ist nur, dass die Republik Deutsch-Österreich gegründet wurde, als die Monarchie noch existierte. Die Monarchie existiert noch bis zum 11. November. Circa zwei Wochen lang existieren Republik und Monarchie parallel zueinander. Ein für Juristen gut vorstellbarer Zustand, für Nicht-Juristen unvorstellbarer Zustand wahrscheinlich. Die Monarchie ist es jedenfalls auch, die am 3. November den Waffenstillstand unterzeichnet. Und am 11. November unterzeichnet Deutschland den Waffenstillstand. Sie haben sich vielleicht mal gefragt, was passiert in diesen 8 Tagen? Ja, gut, das ist gerade in Tirol eine wichtige Frage, denn im Waffenstillstand von Österreich-Ungarn wird vereinbart, dass ganz Tirol, auch Innsbruck, von italienischen Truppen besetzt werden darf. Damit ist plötzlich Südflanke des Deutschen Reiches offen. Und die Deutschen haben natürlich nichts Eiligeres zu tun, als sofort von Bayern aus in Tirol einzumarschieren, um quasi vom Süden her das Deutsche Reich zu schützen. Das heißt, in dieser einen Woche sind fremde Truppen, deutsche, italienische, sonstige Truppen in Österreich einmarschiert. Das ist nicht ohne Relevanz. Denn genau in dieser einen Woche tut sich in Wien etwas, dass Hans Kelsen, der wurde schon erwähnt, als der Architekt der österreichischen Bundesverfassung, ein Gutachten erstellt, das von grundlegender Bedeutung war für die gesamte weitere Außenpolitik Österreichs. Kelsen kommt zur These, dass die neue Republik Deutsch-Österreich eine revolutionäre Gründung ist. Seine These, Deutsch-Österreich ist genauso revolutionär gegründet worden wie die Tschechoslowakei am 28. Oktober, wie der SAS-Staat am 29. Oktober, genauso auch Deutsch-Österreich am 30. Oktober. Er hat genauso viel oder genauso wenig mit der Monarchie zu tun wie die Tschechoslowakei, genauso viel oder genauso wenig wie der SAS-Staat. Er ist kein Rechtsnachfolger nach der Monarchie, sondern eine Neugründung im revolutionären gegründet, er steht in einem Zustand der Diskontinuität zur Monarchie. Dieser neue Staat hatte ja niemals Krieg geführt. Er verwahrt sich dagegen, dass fremde Truppen in seinem Gebiet einmarschieren. Er ist neutral, er hat ja niemanden Krieg erklärt. Das ist eine These, die dann die offizielle Staatsdoktrin von Österreich bleibt, von Deutsch-Österreich, wie sie sich selber nennen. Auch da wird das Wort Deutsch-Österreich verwendet, eben um die Distanz zur Monarchie zu betonen, die natürlich bei den Alliierten nicht ankommt, denn wenn jetzt plötzlich die Monarchie zerbricht und alle sagen, ich weiß nicht, wo soll man dann den Kriegsschuldigen doch noch herhaben? Das Ganze hat auch eine Inkongruenz gehabt. Deutsch-Österreich kann sich nicht so auf Distanz stellen wie andere Staaten, schon allein wegen Wien, weil hier die Hauptstadt ist, weil hier die ganzen Amtsgebäude übernommen werden, weil die Beamten übernommen werden, weil man schon rein äußerlich einfach sieht, da ist ganz offenbar Kontinuität vorhanden. Alle streiten sich darum, wer darf Österreich bei den Friedensverhandlungen vertreten? Ja, warum muss es denn vertreten werden, wenn wir ein neuer Staat sind? Ja? Also warum will man überhaupt Frieden mit uns schließen? Also es ist da schon von Anfang an ein bisschen eine Unklarheit dabei, was sind wir denn eigentlich? Und das fällt dann auch Österreich dann letztlich auf den Kopf. Den 12. November, ich habe schon gesagt, er hat nicht die große Bedeutung als Republikgründung, wesentlich aber, dass die Republik
sich gleich an dem Tag, wo eben die Republik formell ausgerufen wird, also ein feierlicher Akt quasi, als Bestandteil der Deutschen Republik deklariert. Ich nehme an, das ist schon vielfach Thema gewesen bei anderen Vorträgen, das will ich jetzt auch nicht unnötig ausführen, können wir gerne bei der Diskussion noch darüber reden. Bei den Verhandlungen von Saint-Germain jedenfalls wird die deutsch-österreichische Delegation, die von Karl Renner, dem Staatskanzler, geleitet wird, als legitimiert angesehen, damit sie eben für Österreich unterzeichnet, für Lothrisch, wie es eben immer im Vertrag heißt. Und obwohl sich die Deutsche Österreich immer mehr wehren, am Schluss unterzeichnet eben doch Renner für die Republik Österreich, für Lothrisch. Und das hat dann zu einer recht bemerkenswerten Diskussion geführt, müssen wir uns jetzt umbenennen. Notwendig wäre es jetzt eigentlich nicht. Man hat gesagt, eigentlich theoretisch könnte man auch quasi im inneren Amtsbetrieb heißen wir weiter Deutsch-Österreich, fürs Ausland heißen wir Österreich. Das ist eigentlich sinnlos. Es ist eine ähnliche Diskussion wie bei Mazedonien heutzutage mit Fürom, also Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Letztlich hat man doch unter Druck der Außenpolitik auch innerstaatlich vollzogen, dass man den Namen Österreich annimmt mit dem Gesetz über die Staatsform vom 1. Oktober 1919. Aber auch dieses Gesetz, und das ist recht interessant, sagt, die Republik Deutsch-Österreich trägt von an den Namen Österreich. Wir weigern uns aber weiterhin, und das Gesetz ist bis heute in Kraft, das ist bis heute österreichische Staatsdoktrin, Rechtsnachfolger Monarchie zu sein. Wir übernehmen nur die Verpflichtungen, die uns ausdrücklich in Saint-Germain auferlegt wurden, aber quasi keine Generalklausel, wir übernehmen nicht noch alles mögliche andere. Jetzt habe ich schon ein wenig vorgegriffen, quasi über den Vertrag. Schauen wir uns die Vertragsverhandlungen ein wenig an. Ich habe bereits gesagt, dass am 18. Jänner 1919 in Versailles die Friedensverhandlungen begonnen werden. Genau genommen ist es eine interalliierte Vorkonferenz. Das ist eine Konferenz, wo die Verliererstaaten gar nicht zugeladen werden, sondern wo es nur darum geht, dass mal die Alliierten untereinander quasi eine Willenseinigung anstreben. Und geplant ist erst, wenn dann quasi auf alliierter Seite klar ist, was wollen wir, wenn man einheitlich auftreten kann, dann laden wir die einzelnen Verliererstaaten zu uns. So wird dann am 7. Mai der deutschen Delegation ein erster Vertragsentwurf übermittelt. Das ist bereits ein Vertragsentwurf, der auch für Österreich wichtig ist, denn da steht bereits drinnen Artikel 80 von dem Vertrag von Versailles, Deutschland muss die Unabhängigkeit Österreichs anerkennen, also schon da ist das Anschlussverbot enthalten. Das heißt, Karl Renner weiß eigentlich schon, als er nach Saint-Germain fährt, den Anschluss, den wird es nicht geben. Das ist dann von Wichtigkeit, weil er wenige Tage vor seiner Abreise Kelsen zu sich lädt und ihm den Auftrag erteilt, eine Bundesverfassung auszuarbeiten, was eng im Zusammenhang steht. 12 Tage später trifft eben die deutsch-österreichische Delegation, also am Anfang Deutsch-Österreich, dann eben österreichische Delegation in Saint-Germain ein. Und das ist dann auch vielfach bekannt, am Anfang sitzen sie da und haben nichts zu tun. Der Grund ist, es ist einfach ein Fehler passiert. Man hat die Deutsch-Österreicher zu früh eingeladen. Die Alliierten sind noch nicht fertig. Sie brauchen mehr Zeit, sie haben die Verträge noch nicht ausgearbeitet. Das ist natürlich eine ganz fatale Optik, dass man die Leute einlädt und dann sitzen sie da, die sind eben ein paar Häusern einquartiert in Saint-Germain und haben nichts zu tun, erfahren auch nicht. Es wird sehr viel Geheimnistuschelei gemacht und Krämerei. Das stärkt noch quasi diese Optik, quasi da wird irgendwie hinter unserem Rücken verhandelt und wir sind quasi die Opfer, denen irgendwas diktiert wird. Doch dann ist immer nur schriftlich verkehrt worden mit den deutschen Österreichern. Das hat schon seine Vorteile, wenn man schriftlich redet, dass man dadurch sich präziser ausdrücken kann, ja, gerade bei juristisch umstrittenen Sachen. Aber auch das stärkt wieder die Optik, es wird nicht mit uns verhandelt, es wird uns nur was diktiert und wir können Einwendungen erheben. Aber immerhin, es wurden Einwendungen gemacht im schriftlichen Weg und die Alliierten haben durchaus doch in einzelnen Punkten Rücksicht genommen auf österreichische Einwendungen. Aber eben, wie gesagt, erst nach 2-3 Wochen wird ein erster Teil des Vertrages im Entwurf der österreichischen Delegation übermittelt. Es sind einzelne Kapitel, Italien, Finanzreparation, Militär, noch ausgenommen, denn da haben sich die Alliierten noch nicht selber einigen können, was sie eigentlich von Österreich wollen.
dann parallel zu sehen, quasi die Verhandlungen laufen so quasi mit Versailles, sind schon fast fertig, dann geht es damit schon mal weiter. Am 20. Juli erst werden die fehlenden Kapitel übermittelt, die erste Tranche wird schon überarbeitet, übermittelt und so weiter und so fort. Und am 2. September schließlich der endgültige Text des Vertrags von Saint-Germain. Und hier, da kann man wirklich sagen, dass es eine gewisse Zumutung erhält, die österreichische Delegation 5 Tage Zeit zum Unterzeichnen. Das ist wirklich nicht viel. Es war schon bisher eine durchaus schwierige Sache. Sie müssen ja denken an die Kommunikationswege damals. Ja. Da hat es eben E-Mails und solche Sachen nicht gegeben. Zwischenzeitlich ist einmal Renner von Saint-Germain nach Feldkirch gefahren, denn Feldkirch ist der nächste Ort in Österreich zu Saint-Germain und hat sich dort mit anderen österreichischen Politikern getroffen, um quasi mal intern Willen zu bilden. Ja. Und auch jetzt, diese 5 Tage sind extrem knapp und trotzdem hat es geschafft, dass bereits 4 Tage später, also noch einen Tag vor Ablauf der Frist, die konstituierende Nationalversammlung, also das Parlament, das österreichische Renner zur Unterzeichnung ermächtigt hat. Das erfolgt dann eben am 10. September in dem Steinzeitsaal, den ich Ihnen schon gesagt habe. Es muss dann, dieser Vertrag dann, weil er verfassungsändernd sogar ist, noch einmal in die konstituierende Nationalversammlung gebracht werden. Und also recht bemerkenswert, am 6. September findet in der Nationalversammlung eine hitzige Debatte statt. Da wird eben geklagt über diese unbarmherzigen Vorschriften, dass Österreich eben seiner wichtigsten Glieder beraubt wird und so weiter und so fort. Als es dann am 12. September dann noch einmal zurückkommt in der Nationalversammlung, wird überhaupt nicht debattiert. Das bringt einen Abgeordneten sehr gut auf den Punkt. Es ist schon alles verhandelt worden, man kann nichts mehr sagen. Es ist eigentlich unwürdig, wenn man noch weiter jammert. Es ist der Würde des Hauses mehr angemessen, wenn man einfach ihn jetzt stillschweigend genehmigt. Es gibt eh keine Alternative. Er ist dann am 15. Oktober vom Staatsoberhaupt, Karl Seitz war der Staatsoberhaupt damals, ratifiziert worden und ist am 16. Juli 1920 dann auch in Kraft getreten. Dieser Vertrag, ich habe ihn hier mitgebracht, er umfasst über 300 Artikel, plus Protokoll, Erklärung und sonstige Anhänge, ein wirklich umfangreiches Schriftstück, in dem, wie Sie schon an der Gliederung sehen, wesentlich mehr geregelt ist, als man in einem normalen Friedensvertrag vielleicht erwarten könnte, wenn man etwa an die Pariser Friedensverträge von 1814-15 denkt, die ein Bruchteil von der Länge her sind. Hier sind weit mehr Sachen gemacht worden, als man eigentlich hier bei einem Friedensvertrag erwarten würde. Ich habe schon angedeutet, die Gelegenheit, dass man so viele Politiker besammen hat, werden genützt, um eine Reihe von Punkten zu besprechen. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt diese Inhalte, nur natürlich auf nur einige wichtige Punkte darauf eingehen, aber das will ich tun. Zunächst mal der Völkerbund und die Internationale Arbeitsorganisation, International Labour Organization, Sie verzeihen diese Abkürzung, die ist bis heute einfach geläufig. Sie sind in allen 5 Friedensverträgen, also Versailles, Saint-Germain, Trianon, Sèvres und Neuilly, identisch, wie auch viele andere Stimmen. Sie bilden quasi eine Klammer der Verträge. Das erste Hauptstück, also der ganze Vertrag von Saint-Germain, beginnt mit der Satzung des Völkerbundes und er endet, also vor der, kommt doch, aber praktisch das Ende, bildet in seiner Arbeitsorganisation. Also sie bilden eine Klammer für die Verträge. Der Völkerbund, Vorläufer der heutigen UNO, eine Organisation, die möglichst alle Staaten der Welt umspannen soll, ganz ähnlich wie die heutige UNO aufgebaut, mit Vollversammlung, Ratssekretariat und einer Kooperation mit dem ständigen Internationalen Gerichtshof in Den Haag, also ganz ähnlich wie hier. Die Idee einfach, wenn jetzt alle Staaten diese Verträge unterzeichnen, dann bilden sie auch damit quasi die Rechtsgrundlage des Völkerbundes. Die Völkerbundssatzung ist also nicht ein einziges Dokument, sondern eigentlich, das sind 5 gleichlautende Dokumente, mit der Schwierigkeit, dass jedes Mal jemand anderes unterzeichnet. Es ist also ein juristisch sehr umstrittene Vorgangsweise gewesen. Der Rat, um das ganz kurz zu sagen, der Rat ist so wie der heutige UN-Weltsicherheitsrat. Da war schon damals gedacht, dass es ständige Mitglieder und nicht ständige Mitglieder gibt. USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan als ständige Mitglieder. Die USA, die dann, wie schon gesagt habe, nicht den Vertrag unterzeichnet, vor allem auch wegen dem Völkerbund, weil die USA dem Völkerbund nicht beitreten will.
der auch kein ständiges Mitglied ist im Rat. Österreich war kein Gründungsmitglied, das ist vielleicht bemerkenswert, wo doch Österreich den Vertrag unterzeichnet hat. Dennoch sagt der Vertrag, dass Österreich kein Gründungsmitglied ist. Es konnte aber schon 1920 dem Völkerbund beitreten. Deutschland folgt viel später als 1926. Wird dann allerdings auch ein ständiges Ratsmitglied, was dann eine gewisse Umwälzung der Verhältnisse bedeutet. Nichtsdestoweniger, Sie sehen hier auf der Weltkarte die Löcher, die im Völkerbund entstanden sind. Die USA ist nicht dabei und, was auch viel zu wenig thematisiert ist, auch die Sowjetunion. Ich bin 1934 nicht dabei. Was soll eine Weltorganisation ohne USA, was soll sie ohne Sowjetunion machen? Es wurde das vielfach gedeutet als der eigentliche Grund für das Scheitern des Völkerbundes. Ob der Völkerbund mit USA, Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg aufgehalten hätte, ist eine Was wäre gewesen, wenn Frage. Tatsache, er konnte es nicht. Ja, ich habe hier auf der Karte die ständigen Mitglieder farbig eingezeichnet. Sie sehen das britische Weltreich auf der Höhe seiner Macht. Frankreich, Violett, Italien, schon muss man suchen, und Japan sind eben die anderen ständigen Mitglieder im Völkerbund. Das ist aber eben nicht alles. Quasi der zweite Teil der Klammer, das ist die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, International Labour Organization, die sich auf den, wo der Vertrag sich auf den Standpunkt stellt, Weltfrieden, das eigentliche Ziel des Völkerbundes, ist nur möglich bei sozialer Gerechtigkeit. Das ist eine direkte Antwort auf die bolschewistische Oktoberrevolution. Die Aussage, auch wir, die bürgerlich-kapitalistischen Staaten, sind offen für die soziale Frage, auch wir kümmern uns um soziale Gerechtigkeit. Es soll eine Organisation geschaffen werden, die ganz parallel aufgebaut ist im Völkerbund, die gleichen Mitglieder auch haben soll wie der Völkerbund und die sich zum Ziel setzt, Arbeitsbedingungen zu verbessern und Arbeitslosigkeit zu verhindern. Das sind die Hauptaufgaben der ILO. Die Mitglieder sind automatisch identisch. Es gibt eine Hauptversammlung, das ist quasi mit der Vollversammlung des Völkerbundes vergleichbar. Es gibt ein internationales Arbeitsamt, das ist nicht dort, wo man stempeln gehen kann, sondern das ist eben eher vergleichbar mit dem Sekretariat des Völkerbundes. Und ein Punkt vielleicht, bei diesem internationalen Arbeitsamt konnte man sich beschweren. Da konnten nationale Berufsverbände, also etwa eine Zunft oder auch etwa ein Gewerkschaftsbund, konnte die Beschwerde erheben, dass ein Mitgliedstaat ein internationales Abkommen nicht eingehalten hat. Das ist bitte eine Durchbrechung von Völkerrecht und staatlichem Recht. Das ist etwas, wie wir es heute aus der EU kennen. Es ist also durchaus nicht viel, wenn man die ILO quasi jetzt schon mit teilweise eine supranationale Organisation bezeichnet. Die ILO gibt es ja noch heute, wie Ihnen bekannt sein wird. Ja, kommen wir damit vom Großen ins Kleine, kommen wir zu dem wahrscheinlich bekanntesten Teil des Vertrags von Saint-Germain, die Grenzverlaufe. Sie sehen hier auf der Karte, ich habe es als Wikipedia nicht sehr originell, aber glaube ich sehr übersichtlich dort, in Flächen, wie Deutsch-Österreich seine Grenzen gezogen haben wollte und dann die rote Linie, wie dann die Grenzen wirklich gezogen wurden. Sie werden mir zustimmen, dass dieses Programm Deutsch-Österreichs ein unrealistisches war, dass man eben nicht nur die Alpenländer, sondern eben auch Deutsch-Böhmen, das fast nicht mit dem Rest zusammenhängt, und Sudetenland, das gar nicht geografisch zusammenhängt, auch beansprucht hat, ganz geschweige denn von den Sprachinseln Iglau, Brünn und Olmütz, dass die Tschechen nicht auf die Landeshauptstadt von Mähren verzichten werden, und auch wenn sie noch so deutschsprachig ist, das hätte eigentlich jedem klar sein müssen. Dennoch, Deutsch-Österreich hat am Anfang all diese Länder für sich beansprucht. Natürlich, wenn Sie dann mitbedenken, das sieht man auf der Karte nicht, aber das hier ist Bayern, hier ist Sachsen und hier ist Schlesien. Wenn der Anschluss ins Deutsche Reich zustande gekommen wäre, dann wären Deutsch-Böhmen und Sudetenland durchaus nicht isoliert gewesen, sondern hätten eben eine geografische Nähe zu preußischen Gebieten gehabt. Also insofern hängt die Gebietsvorstellung von Deutsch-Österreich und der Wunsch nach dem Anschluss ins Deutsche Reich auf das engste miteinander zusammen. Dennoch, das waren sehr kurzlebige Pläne. Die Tschechoslowakei ist noch im November, Dezember 1918 in die Gebiete einmarschiert, hat sie formell okkupiert und sie wurden einem Vertrag von Saint-Germain auch zugesprochen, unabhängig von den Sprachgrenzen.
Genauso wie Südtirol, das muss ich hier in Innsbruck, glaube ich, nicht näher ausführen, dass hier auch nicht nach den Sprachgrenzen vorgegangen wurde. Aber nach welchen Kriterien wurde vorgegangen? Das ist doch vielleicht bemerkenswert, dass man zusammenfassend sagen kann, es wurde immer ein anderes Kriterium herangezogen. Bei Deutschen, Schweiz und Liechtenstein, wo hat man gesagt, die alte Grenze von 1914. Gut, das war auch nicht strittig. In Italien wird der Brenner letztlich nur nach militärischen Kriterien genommen. Einfach wenn man oben auf dem Alpenpass ist, kann man leicht hinunterschießen. Der Brenner war seit Jahrhunderten eine extrem wichtige militärische, machtpolitische Frage, wer den Brenner hat. In der Tschechoslowakei hat man dann doch wieder auf historische Grenzen Abstand genommen. Also eben die historischen Grenzen von Böhmen und Mähren zu Ober- und Niederösterreich mit ein paar Abweichungen bei Eisenbahnlinien. Aber beim Wesentlichen hat man wieder jedenfalls nicht das Sprachargument verwendet. Das Sprachargument war ein bisschen durchschlagend bei der jugoslawischen Grenze. Hier hat man aufgrund der Kärntner Abwehrkämpfe nicht zuletzt eine Volksabstimmung angeordnet, die dann am 10. Oktober stattgefunden hat. Ich glaube, dafür wird es einen eigenen Vortrag geben nächste Woche. Da werde ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, es sei denn, dass Sie noch Fragen dazu haben. Und wirklich auf die Sprachgrenze hat man nur bei Ungarn Rücksicht genommen, aus dem einfachen Grund, weil Ungarn eben auch ein Verliererstaat des Ersten Weltkriegs war, weil Ungarn auch zwischenzeitlich eine Räterepublik war, denen wollte man schon gar nicht etwas gönnen, sodass man gesagt hat, ja, das Burgenland soll an Österreich. Durchaus nicht selbstverständlich, es hat auch Idee gehabt eines tschechoslowakisch-jugoslawischen Korridors, dass man quasi beide Länder aneinander wachsen lässt und das Österreich und Ungarn trennt. Das ist dann doch nicht gekommen, also im Vertrag von Saint-Germain wird das Burgenland Österreich zugesprochen. Natürlich muss das dann noch nachvollzogen werden, als dann mit Ungarn der Vertrag geschlossen wird, also auch im Vertrag von Trianon wird ebenfalls das Burgenland Österreich zugesprochen. Ungarn muss einwilligen, Ungarn verliert ja im Vertrag von Trianon fast zwei Drittel seines Staatsgebietes, zäher Widerstand, der sich bildet informell durch Freischärler, also so etwas Ähnliches, was wir jetzt in der Ostukraine haben, dass Soldaten, wo niemand weiß, wo können die dazu, da sind. Offiziell keine ungarischen Soldaten, tatsächlich aber verhindern sie die Inbesitznahme des Burgenlandes durch österreichische Militär. Das kann erst vermittelt werden von Italien, im Protokoll wie in Venedig, wo man sich einigt, das Burgenland soll an Österreich, aber im Raum von Ödenburg findet eine Volksabstimmung statt, diese Abstimmung ist zugunsten von Ungarn ausgegangen, Ödenburg-Schaubronn daher nicht Teil von Österreich. Die Grenzung im Detail ist dann bestimmten Ausschüssen vorbehalten gewesen. Der Vertrag ist erstaunlich, wenn man es zum ersten Mal liest, vage in dieser Grenzziehung. Oft heißt es nur, und von da an eine im Gelände noch zu bestimmende Linie. Wer hat das gemacht? Das waren dann bestimmte Vermessungstechniker vor allem, die sich dann eben darauf einigen mussten, die dann wirklich im Gelände dann von Grenzstein zu Grenzstein gegangen sind und nach bestimmten Regeln, die es da gibt, dann wirklich die Grenze festgelegt haben. Das hat im Einzelnen dann noch wirklich mehrere Jahre gedauert, bis dann die Grenze wirklich auf den letzten Grenzstein hinweg festgelegt war. Politische Bestimmungen, die mal von ganz allgemeiner Wichtigkeit sind. Es sind ein paar allgemeine Regelungen, die im Wesentlichen darin bestehen, dass Österreich verzichten muss auf bestimmte Vorrechte, Privilegien, die bis dahin Österreich-Ungarn gehabt hat. Wo sich Österreich in einer komischen Lage befindet, denn Österreich sagt ja eh dauernd, wir sind ja nicht der Rechtsnachfolger der Monarchie, wir können ja gar nicht diese Rechte beanspruchen. Tatsächlich bei vielen Punkten denke ich, ja, kein Problem, denn wir haben diesen Anspruch gar niemals gehabt. Eine Bestimmung natürlich, die sehr zu schaffen macht, ist der Artikel 88. Österreich ist unabhängig. Österreich ist unabänderlich, es sei denn, dass der Rat des Völkerbundes einer Abänderung zustimmt. Das ist, auch wenn es so direkt nicht drinnen steht, der Verbot des Anschlusses an Deutschland. Auch wenn Deutschland nicht drinsteht, auch ein Anschluss drinsteht, aber es ist klar, Österreich muss souverän bleiben, darf seine Souveränität nicht aufgeben. Außer der Völkerbundrat würde zustimmen. Ja,
Hans Kellesen sagt, naja, da steht da drinnen, wie wir es machen müssen. Ja? Wir müssen einfach nur den Völkerbund bitten, damit er uns den Anschluss genehmigt. Ja? Das wird er niemals tun. Es wurde auch niemals ein offizieller Antrag gestellt. Das ist von vornherein eine unrealistische Option gewesen. Das ist das Pendant zum Artikel 80 des Vertrags von Versailles, die ich schon genannt habe, wo auch Deutschland die Unabhängigkeit Österreichs machen muss. Auch hier darf ich kurz die Weiterentwicklung noch nennen, dass man nämlich im Jahre 31 unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise sich überlegt hat, man könnte ein wirtschaftliches Zusammengehen mit Deutschland erreichen, mit einer gemeinsamen Zollunion, dass man quasi alle Zollgrenzen zwischen Deutschland und Österreich beseitigt. Frankreich und Tschechoslowakei haben darin sofort einen Verstoß gegen Artikel 88 gesehen und den ständigen internationalen Gerichtshof in Den Haag angerufen, damit er ein Gutachten erstellt, ob diese Zollunion vereinbar wäre mit der Unabhängigkeit Österreichs. Ja, Gerichtshof hat eine salomonische Lösung gefunden. Er gesagt hat, naja, mit Saint-Germain wäre es ja schon vereinbar, aber in der Zwischenzeit hat Österreich, darüber werden Sie auch eine eigene Vorlesung hören, ja auch die sogenannten Genfer Protokolle unterschrieben. Die Genfer Protokolle vom Jahr 1922, mit denen Österreich seine Wirtschaft saniert hat, den Schilling eingeführt hat, und damals hat sich Österreich noch einmal zu einer Unabhängigkeit verpflichtet, auch zu einer Unabhängigkeit in wirtschaftlicher Hinsicht. Und der Zollunionsplan von 1931 ist noch mit Artikel 88 irgendwo noch vereinbar, aber nicht mit den Genfer Protokollen, also daher ist auch aus der Zollunion nichts geworden. Also es hat noch ein langes Nachspiel gehabt. Zurück zum Vertrag von Versailles damit. Nach diesen ganz allgemeinen Bestimmungen gibt es dann auch besondere Bestimmungen für einzelne Staaten, die namentlich aufgelistet werden, wo Österreich dann auch großteils auf bisherige Rechte und Ansprüche verzichten muss. Bei manchen dieser Staaten ist leicht nachvollziehbar, warum. Italien, SAS-Staat, Tschechoslowakei, Rumänien, das sind eben alles auch Nachfolgestaaten nach der Monarchie, wo natürlich die Beziehungen neu geregelt werden müssen. Bei manchen ist es nicht mehr nachvollziehbar, Türkei, Bulgarien, Russland, das sind auch am Krieg beteiligte Mächte gewesen, auf Seite der Mittelmächte Türkei und Bulgarien, Russland, der Sonderfrieden von Brest-Litovsk. Es wird in Saint-Germain gesagt, Österreich anerkennt, dass der Vertrag von Brest-Litovsk annulliert ist. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil Russland war ja am Saint-Germain nicht beteiligt. Wie kann man eigentlich gegen den Willen von Russland einen Vertrag annullieren? Aber Österreich hat auch darin eingewilligt. Es ist nur auf den zweiten Blick erkennbar, eigentlich, warum im Vertrag von Saint-Germain sich Bestimmungen über Belgien, Luxemburg und Schleswig befinden. Ganz eindeutig, weil sie im Vertrag von Versailles sind. Belgien, Luxemburg, vor allem Schleswig, das ist eindeutig ein deutsches Problem. Man hat es einfach in Saint-Germain zur Sicherheit nochmal aufgenommen. Immerhin am deutsch-dänischen Krieg von 1864 war auch Österreich beteiligt, aber an sich sind die Beziehungen nur sehr marginal. Genauso wie die Bestimmungen über Marokko, Ägypten, Siam und China, die man einfach zur Sicherheit nochmal nach Saint-Germain kopiert hat. Bitte, in Siam haben vor dem Krieg, wir haben nachgezählt, 35 Österreicher gelebt. Dass man dafür einen ganzen Vertragsabschnitt macht, ist etwas übertrieben. Bei China hat es tatsächlich Bedeutung gehabt. Österreich-Ungarn hat seit dem Boxeraufstand 1901 eine Niederlassung gehabt in Tianjin, also dem Hafen, der am nächsten zu Peking liegt. Das hat eine gewisse geringe Bedeutung gehabt. Diese Niederlassung ist natürlich sofort aufgelöst worden. Auch hier hat Österreich natürlich alle seine Rechte in Bezug auf China verloren. Marokko, Ägypten hat es eigentlich nie eine reale Bedeutung gegeben. Von ganz besonderer Bedeutung ist der für die Regelungen in Saint-Germain über die Staatsbürgerschaft, und die unterscheidet sich ganz wesentlich von Versailles, denn Deutschland hat dieses Problem nicht wie Österreich. Das ist eher ein Problem, das wir mit Ungarn teilen. Denn die Monarchie, die österreichische Monarchie, ist nun mal zerfallen. Es gibt nun mal nicht mehr dieses Reich, sondern es gibt einfach eine Fülle von neuen Staaten. Es stellt sich die Frage, einfach, welche Staatsbürgerschaft hat jetzt ein ehemaliger Bürger von Österreich oder von Ungarn? Österreich und Ungarn haben ja vor dem Krieg zwei getrennte Staatsbürgerschaften gehabt, aber was soll jetzt nachher geschehen? Es muss ein Kriterium gefunden werden, wie man das eindeutig regelt. Das Grundprinzip ist das sogenannte Heimatrecht.
Was ist das Heimatrecht, werden Sie fragen, das gibt es heute nicht mehr, aber Sie alle kennen es aus dem Weihnachtsevangelium. Warum muss Josef von Nazareth nach Bethlehem gehen? Weil sein Stamm kommt aus Bethlehem. Genauso was das Heimatrecht. Das Heimatrecht ist eine Zuordnung eines Bürgers zu einer Gemeinde. Das ist aber nicht der Geburtsort, es ist nicht der Wohnort, sondern der Ort, wo die Familie herstammt. Er wird weitervererbt. Und auch wenn man schon seit vielen Generationen in einer anderen Stadt lebt, ist man immer noch heimatberechtigt. So zumindest vom Prinzip, es hat Möglichkeiten dann gegeben, dass man nach einer gewissen Zeit das Heimatrecht am neuen Wohnort erwirbt unter bestimmten Auflagen, aber es hat trotzdem eine große Ausnahme gegeben. Jedenfalls, man hat das war ein sehr strittiger Punkt bei den Vertragsverhandlungen genommen, weil es nicht so leicht manipuliert werden kann wie der Wohnort. Den Wohnort kann ich leicht verlegen, Heimatrecht kann man nicht so leicht verlegen. Daher, prinzipiell, wenn ich also heimatberechtigt bin in einer Gemeinde, die jetzt zu Österreich gehört, dann habe ich die österreichische Staatsbürgerschaft. Wenn ich heimatberechtigt bin in Brünn, dann habe ich die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Wenn ich heimatberechtigt bin in Brody in Galizien, dann habe ich die polnische Staatsbürgerschaft. Das ist das Prinzip des Vertrags von Saint-Germain. Das hat natürlich ganz große Bedeutung, ob ich jetzt der Staatsbürger einer Gewinnermacht oder einer Verlierermacht des Ersten Weltkrieges bin, mit allen Implikationen. Und es hat eben auch nicht nur Ausnahmen gegeben, sondern auch vor allem Optionen. Man hat von der Staatsbürgerschaft, die einem zugeteilt wurde, in einer gewissen Frist optieren können, wegoptieren können. Zwei Möglichkeiten hat es gegeben. Einerseits für jenen Staat, wo ich früher mal Heimatrecht gehabt habe. Also beispielsweise, ich bin ein Tscheche, stamme aus Brünn, bin später mal nach Wien gegangen, habe dann nach einer gewissen Zeit das Heimatrecht von Wien geerbt. So kann ich mich auf diesen Artikel 78 berufen und sagen, ich will wieder zurück nach Brünn, zurück zur tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft. Das ist durchaus möglich. Die andere Möglichkeit war, wenn ich jetzt aufgrund dieser Grundregel Heimatrecht einem Staat zugeteilt werde, wo ich nicht der Mehrheitsbevölkerung angehöre, wenn ich nicht, wie es im Vertrag heißt, die gleiche Sprache spreche und derselben Rasse angehöre wie die Mehrheit der Bevölkerung. Auch dann kann ich optieren für einen anderen Staat, wo eben die Mehrheit der gleichen Sprache spricht und der gleichen Rasse zugehört. Das Wort Rasse steht so im Vertrag von Saint-Germain, bitte, 1919. Und natürlich hat es nicht gefehlt, dass dann natürlich konsequenterweise seitens der österreichischen Verwaltung gesagt hat, Juden haben nicht das Recht, für Österreich zu optieren, denn Juden gehören eben nicht der mehrheitlichen Rasse der österreichischen Bevölkerung an. Das ist eine ganz entschieden rassistische Judikatur gewesen, aber die Frage, jetzt kann man sagen, war der Verwaltungsgerichtshof antisemitisch oder war der Vertrag von Saint-Germain antisemitisch? Rassismus war ein ganz allgemeiner Punkt einfach, das hat sich einfach durchgezogen. Der Punkt natürlich, ich rede natürlich nur von erwachsenen Männern. Ehefrauen und Minderjährige folgen immer der Staatsbürgerschaft des Ehemannes bzw. des Vaters, die folgen also nachher. Doch wenn der Mann optiert, dann optiert er für seine Frau und für seine Kinder gleich mit, was natürlich auch gewisse Probleme schafft. 18 Jahre ist damals ein sehr junges Alter gewesen. Die Volljährigkeit lag damals noch bei 24 Jahren. Mit der Staatsbürgerschaft hängt ganz eng zusammen der Minderheitenschutz. Denn alle Staaten haben jetzt eine Fülle von Minderheiten, auch Österreich, auch wenn Österreich immer wieder betont, ja, wir sind ein praktisch rein deutschsprachiger Staat, es gibt doch in Kärnten, im Burgenland gibt es doch gewisse anderssprachige Minderheiten, die müssen geschützt werden und dafür gibt es eben auch einen eigenen Abschnitt in Saint-Germain, der aber wesentlich ist, gestaltet ist nach den Vorbildern der Minderheitenverträge, die mit Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien und so weiter gemacht wurden. Pardon, das hätte ich noch vorgegeben. Minderheiten sind natürlich nicht nur im sprachlichen Sinn, sondern verschiedene religiöse Minderheiten. Und auch darauf nimmt man schon mal Rücksicht, indem man schon mal sagt, alle Einwohner Österreichs haben das Recht, ihre Religion öffentlich zu bekennen, sofern die Übung nicht mit öffentlicher Ordnung, mit guten Sitten unvereinbar ist. Das ist eine wesentliche Erweiterung gegenüber dem bisherigen Rechtszustand. Bis dahin war es nur für staatlich anerkannte Kirchen möglich, Religion öffentlich auszuüben.
beispielsweise nicht anerkannt waren, Methodisten, Mormonen, Hinduisten, Buddhisten oder auch diverse griechische Ostkirchen, die durften bislang nur häusliche Religion ausüben, jetzt eben öffentliche Religionsausübung. Es wird damit die Bedeutung der Kirchenanerkennung nicht beseitigt, aber doch wesentlich reduziert. Bei den sprachlichen Minderheiten ist es viel schwieriger. Es wird einmal allgemein davon gesprochen, dass es Erleichterungen geben soll für Österreicher mit nicht deutscher Muttersprache und dann auch gesagt, eben in Schulen und Gerichten mit einer verhältnismäßig beträchtlichen Zahl anderssprachiger Staatsbürger soll es möglich sein, dass man eben Schulen errichtet in einer anderen Sprache, dass man Gerichte, dass man sich Gerichte dieser anderen Sprache bedienen kann. Sie werden mir zustimmen, dass verhältnismäßig beträchtlich nicht besonders exakt ist. Ja. Hat man auch mit Absicht vermeiden wollen. Ich erinnere daran, wie vor ein paar Jahren der Verfassungsgerichtshof dann irgendwo plötzlich 10% herausgefunden hat. Allerdings muss man sagen, das hat er nicht vom Vertrag von Saint-Germain herausbekommen, sondern vom Vertrag von Wien. Der Staatsvertrag von Wien 1955 ist hier doch um einiges präziser, aber eben nicht so präzis genug, dass man darum nicht trefflich streiten könnte. Tatsache aber ist, dass diese Bestimmung Minderheitenschutz für religiöse als auch für sprachliche Minderheiten bis heute in Österreich Verfassungsrang haben. Ausdrücklich die österreichische Bundesverfassung verweist auf den fünften Teil des dritten Abschnitts von Saint-Germain und erhebt den Verfassungsrang. Das hat also bis heute theoretisch eine hohe Bedeutung, dieser Artikel 63 mit den Religionen, auch durchaus eine praktische Bedeutung. Die sprachlichen Minderheiten haben heute nur relativ geringe praktische Bedeutung, weil sie durch spätere Regelungen überholt wurden. Damit wieder zu einem der berühmteren Artikel, Reparationen, die Kriegsschuld. Das ist eine der meistdiskutierten Fragen, vor allem in Bezug auf Deutschland gewesen und sogar was heute noch, kann man unglaublich die emotionale Diskussion herumführen, wer war denn wirklich schuld am Ersten Weltkrieg? Hier wird eben gesagt, Österreich und seine Verbündeten waren die Urheber für die sind für Verluste und Schäden verantwortlich und den anderen Verbündeten wurde ein Krieg aufgezwungen. Ja, durch den Angriff Österreich-Ungarns und seiner Verbündeten wurde den anderen der Krieg aufgezwungen. Also es wird doch eindeutig hier eine Schuld den Mittelmächten zugeschoben. Wie gesagt, es ist darüber wirklich lang diskutiert worden, was es bedeutet und Übersetzungsprobleme, das Original ist französisch und wie soll man es übersetzen, aber es ist juristisch belanglos, bitte. Österreich hat sich zur Reparation verpflichtet, warum es das tut, das ist quasi noch ein Ober drüber. In anderen Friedensverträgen aus früheren Zeiten sucht man vergeblich eine Schuldzuweisung, wozu auch, ja? Rechtsgrund für Reparationen ist der Vertrag von Saint-Germain. Ja, dass man doch gerade reinschubt und böse sind auch noch gewesen, ist eigentlich eine belanglose Sache. Interessanter ist, es wurde eine Reparationskommission errichtet, die eben die Reparationen bestimmen soll. Und zwar war das eine gemeinsame Kommission für Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien. Also schon in Verträgen wurde gesagt, das sollen immer dieselben Personen sein. Und genauso wichtig, es wurde zwar gesagt, das soll bezahlt werden in 30 Jahren Raten, die 1921 zerlaufen beginnen sollen, dann bis 1951, dann hätte dann Österreich alle Raten abbezahlt gehabt, aber es wurde nicht gesagt, wie viel Österreich zahlen soll, sondern das soll erst von der Reparationskommission festgestellt werden, aufgrund der Wirtschaftsleistung, und zwar nicht nur der Wirtschaftsleistung von Österreich, sondern vor allem auch der Wirtschaftsleistung von Deutschland. Warum ist eigentlich unklar, aber man hat ihnen gesagt, das ist quasi der Motor und auch Deutschland ist natürlich zu wesentlich mehr Reparationen verpflichtet worden. Auch hier interessant, was ist daraus geworden, aus diesen großen Belastungen? Nicht viel. Denn wo man nichts hat, dort kann man nichts holen. Österreich war pleite. Die Reparationskommission hat gesehen, man kann Österreich nicht noch weitere Forderungen abverlangen. Österreich schlittert eh schon ein wirtschaftliches Chaos hinein. Man hat 1921 einmal gesagt, wir stunden das auf 20 Jahre, jetzt rechnen Sie mal 21, sind wir schon im Jahre 41. Und dann im Jahre 29 hat man überhaupt auf Reparationen verzichtet. Also Österreich hat niemals irgendeinen Cent bezahlt. Das ist der große Unterschied zu Deutschland. Deutschland hat sehr wohl bis 1929 Reparationsleistungen gezahlt, in beträchtlicher Höhe,
aber Österreich niemals. Also auch hier ist eine Sache, die... Es ist eher, dass die Repressionskommission Österreich sogar geholfen hat durch gewisse Stundungen, durch Aufhebung von Pfandrechten. Also man kann jedenfalls nicht sagen, dass sie Österreich noch weiter geschädigt haben. Ich muss Zeit sparen, ich werde mal abbrechen, das war nicht spannend, aber ich werde das einfach mal überspringen. Einfach. Kurz Hinweis, es darf nicht fehlen, dass es Delitebestimmungen gibt über das Militär. Der allgemeine Wehrpflicht verboten, es werden 30.000 Berufssoldaten als Maximum genannt. Ganz penibel wird darauf geachtet, dass es nicht umgangen wird, dass die Polizisten und Gendarmen nicht mehr sein dürfen als vor dem Krieg, dass man nicht über diesen Umweg quasi das Berufsweg her erhöht. Es darf auch keine Reserveoffiziere geben, sondern es müssen nur Berufsoffiziere geben, also wirklich penibel geschaut. Es wird geschaut, wie viel Munition dürfen die einzelnen Truppen haben. Also das wird ganz genau abgezählt, wie viel Granaten und wie viel Pulver da sein darf. Die Kriegsflotte soll ausgeliefert werden, das ist an sich schon längst geschehen. Sie ist schon von Kaiser Karl an die jugoslawischen Staaten abgetreten worden. Luftstreitkräfte darf es nicht geben. Bitte, mein Großvater hat im Ersten Weltkrieg in der Luftwaffe gedient. Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat, aber es gab sowas im Ersten Weltkrieg. Dagegen, interessant, es wird nicht nur militärisches, sondern auch das zivile Verkehrswesen geregelt. Sowohl Flugzeuge als auch Eisenbahn als auch Schifffahrt finden sich umfangreiche Bestimmungen im Vertrag. Alliierte Flugzeuge haben eine Flug- und Landefreiheit, freier Eisenbahn- und Postverkehr zur Adria, das ist natürlich für Österreich günstig, nachdem schon der direkte Landweg zur Adria nach Dresden eben nicht mehr da ist, das man zumindest aber ungehindert hat. Genauso wie auch Tschechien und Polen sich verpflichten müssen, solche Kohlelieferungen nach Österreich nicht zu verhindern. Österreich muss sich verpflichten, dass Telegrafenleitungen neu errichtet werden müssen zugunsten der Tschechoslowakei. Also eine ganze Reihe von detaillierten Bestimmungen. Damit bin ich schon beim Schluss angelangt. Es wurde schon angedeutet, warum ich eigentlich hier stehe, ist der Grund, weil wir an einem großen FAF-Projekt arbeiten. Dieses Projekt heißt ein Kommentar zum Vertrag von Lagemain. Juristen machen das so wahnsinnig gerne, dass sie Gesetze oder solche Sachen immer kommentieren, also quasi immer zu jedem einzelnen Paragraphen, zu jedem Artikel hinschreiben, was heißt das eigentlich? Und genau das wollen wir hier machen und das ist das erste Mal seit 1919. Aus welchem Grund auch immer, weil es so dick war oder weil es so viel ähnlich ist wie Versailles, aber Versailles gibt es auch nicht so, wenn man es anschaut, gab es bis heute noch keinen Kommentar, der wirklich sagt, was steht drinnen? Also was ich Ihnen gerade geliefert habe, nicht nur Grenzziehung und Reparationen, sondern die ganzen anderen Sachen eben über Verkehrswesen, über Schiffe, über diverse finanzielle Bestimmungen, über Zölle, all das ist eigentlich nirgendwo gemacht worden und daher haben wir uns zusammengetan, also sind mich, Anita Zirkofer, Herbert Kalb von der Universität Linz und Chris von Graz und die Akademie der Wissenschaften als Schirmherr über allem, haben wir begonnen an einem solchen Kommentar zu arbeiten, dieser Vertrag soll dann bis zum Jubiläum im September 2019 fertiggestellt sein. Wünschen Sie uns Glück. Danke für das.